Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Liebeszauber, 28. August 2017. Ein Herzensmann oder eine Herzensdame kann ich nicht herzaubern. Ich erkenne aber die richtigen Momente im Leben, im richtigen Ort zu sein, und ich erkenne die Hindernisse und habe ich auch eine Lösung auf diese Probleme. Es gibt ein Energiefeld für die Liebe, und diese Liebesenergie befindet sich noch im Tierkreiszeichen Widder, und das spüren Sie besonders die Wiedergeborenen, die am Ende März Geburtstags haben. Dieses Energiefeld strahlt etwas aus, und das empfangen die Schützengeborenen und die Löwengeborenen. Und die Löwengeborenen haben sogar das Glück, dass die Liebesplanet Venus auch gerade im Tierkreiszeichen Löwe befindet. In welchem Lebensbereich wirkt diese Liebesenergie? Das ist in die Ehe. Das kann bedeuten, dass in die Ehepartnerschaft eine Verbesserung kommt und kehrt Harmonie rein. Kann auch bedeuten, dass jemand gerade eine Verlobung hat oder eine Ehe oder bekommt einen Heiratsantrag. Kann auch bedeuten, dass es zu neuer Begegnung kommt und diejenige ist noch verheiratet. Worauf sollten wir achten? Das sind die Gespräche. Ein klärendes Gespräch nähert sich. Wichtig ist, dass man wartet, bis diese Nachricht kommt. Also wir sollen zurückhaltend sein mit der Sprache oder schweigen, weil diese Energie kommt von außen. Also das heißt, eine Nachricht ist zum Erwarten, ein klärendes Gespräch ist zum Erwarten oder ein wichtiges Gespräch, was etwas Klarheit bringt in die liebe Partnerschaft. Wenn jemand Interesse hat, ihre persönlichen Liebesenergie berechnen oder die günstigen Tage ausrechnen lassen und auch in die richtige Ort zu sein natürlich, oder die Probleme, Hindernisse erkennen, da habe ich auch eine Lösung. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.